Klimawandel, Umweltkatastrophen, Eurokrise, Weltwirtschaftskrise. Was ist eigentlich, wenn uns der ganze Puff mal um die Ohren fliegt? Dann kommt die Welt nämlich genau in so eine Mülltonne rein. Und deswegen hat auch der Tuner Khan sich genau diesen Stand ausgesucht, neben dieser Aschentonne. Denn der bietet für die Endzeit exakt das richtige Fahrzeug oder mehrere. Eins dieser herrlichen Endzeitfahrzeuge, das ist der Chelsea Truck Company 105 Long Nose. Die Basis ist ein Defender und der hat den Namen Long Nose wegen dieser verlängerten Schnauze. Besonders gut, wenn mal so Viren irgendwo ausbrechen und dann die ganze Welt in Zombies rumläuft. Dann kannst du nicht mit diesem Long Nose knallhart die ganzen Zombies vorne auf die Hörner nehmen. Die landen nicht in der Windschutzscheibe, sondern fliegen einfach zack drüber weg, weil 40 cm länger. Aber wichtig, lasst vorher die Fußgängererkennung ausstellen. Eine Notbremsfunktion, das macht sie nicht so gut. Ne? Hier sehen wir einen LS3 V8 Motor von General Motors, der hat 430 PS und was bei diesem Long Nose und wegen der Endzeitstimmung auch wieder super ist, guck mal hier, da ist richtig Platz, ne? Da kann man dann seine Vorräte verstecken, wenn man einen Sack Reis oder einen Sack Kartoffeln, weil im Kofferraum würden sie alle gucken, hier vorne nicht. Und das Beste ist, wenn du das Ding richtig heiß fährst, dann fährt unten sicherlich mal schön ein Kartoffelreisgericht raus, ne? Brühwarm. Hier könnte man natürlich denken, was ist das denn für eine billige Wolle? Aber nein, hier wurde mitgedacht, Merino-Wolle, feinste. Denn wenn man Benzin ausfällt oder was, dann wird es schnell kalt in so einem Auto. Und dann kann man die Lappen hier abziehen und sich einen schönen Strampelanzug aus feiner, warmer Merino-Wolle machen. Aber das wissen nur Eingeweihte. So eine Apokalypse, die kann ja auch ein bisschen länger dauern. Und deswegen hat man sich auch dafür was einfallen lassen, nämlich den wunderbaren Huntsman. Wenn man dann mal 20 Jahre nämlich ausgeharrt hat in so einer Apokalypse, dann passiert was? Die Menschheit dünnt aus. Und dann geht man mit dem Huntsman auf eine Yacht, ne? Nach paarungswilligen Mitbürgern, ne? Damit die Menschheit quasi überlebt. Deswegen diese 6 Räder und 3 Achsen, letztendlich alles Hokuspokus. Es geht darum, dass man Platz hat. Paarungswillige werden denn hierhin eingeladen. Und man muss ja sagen, das hört sich alles vielleicht sehr extrem an, aber es geht doch um die Menschheit. Pro Menschheit, wir müssen überleben.